30 years I thought the hunt was gone. Splintered through a sleepless bone. Lo and behold, we're up to 31. With a rabbit caught my nose. And if I would have known, wouldn't change a thing. Following a hunch with nothing but a jump with me now.
subliminal stomp on the stomp on the subliminal stomp on the stomp on the 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 ground. And if I would have known, wouldn't change a thing. Darling, have you seen the tapes, the ones they left, the war with thumbs, with the numbers on, I had it all, you know that I got nobody else, but I will leave you my heart. But I will leave you my grave until we're climbing up one day, yeah, I know I'm climbing up one day, yeah. Darling, have you seen your big blue ground? They're safe and sound. I hold them all, but you don't even know my home. Don't you go around my head, my. No way out now, oh my, oh my. You don't even know my, no my. Still I know I'm holding up your back. And it was all I was hoping for. And it was all I was hoping for. And it was all I was hoping for. And so I go until I find your face. Until I find your face. Until I find your face. I've been waiting. Do you know why? Won't go back, I left them all, and now we're living on one track, yeah. I told you once, I can never leave, and I think that I can never leave without your home. If not for my home, you're here, this is your only place. Will we get into that dance, I promise you until the school day. It was 1986, yeah. And you had me like it sticks, yeah. And nothing ever did break my God, my number always on the face, yeah. Cause it was 1986, yeah. But in our head it was today, yeah. And I've been waiting for my phone now. God, my number always in your phone now. Wir wollen uns bedanken, dass ihr bei uns zuschalten. Wir heißen Form.
Wir sind eine Band aus Frankfurt. Das ist unser zweiter Live-Auftritt. Naja, eigenermaßen live. Wenn ihr uns regelmäßig live aussehen wollt, dann lauft einfach die Straßen von Frankfurt und irgendwann hört ihr von einem Keller unsere Musik. Da gibt es ein sehr kleines Fenster. Ihr könnt gern klopfen und uns Käse mitgeben, weil wir einfach das sehr gern essen. Ja. Maybe by tonight, maybe by tomorrow, maybe I will bathe in the light of my old age, maybe I won't know, I don't know no more, I just want some word in wrong, let me be alone, I love the way you're.
tried to pick the pole to pose, worn his pity off. I strive to win belief and faith, but they will shake me off. I'm lost. If I'm ever too close, they will. When the chilly blows, they will. I try to pick the pole to pose. Danke für die, die vielleicht was reintippen gerade, wir können es nicht sehen, aber ich habe vorhin was gesagt und ich wollte jetzt vielleicht mich korrigieren oder ergänzen, ist vielleicht nicht der richtige Zeit dafür, aber ich habe gesagt, dass wir Käse sehr lieben und das stimmt, aber Käse ist nichts ohne ein Baguette eigentlich, also wenn ihr uns in Frankfurt findet, bitte bring auch ein Baguette mit, weil sonst können wir einfach dieses Camembert und Brie nicht wirklich genießen, stimmt ihr zu eigentlich? Ja, okay, das ist uns sehr wichtig, wir freuen uns drauf, Dankeschön. Your mother tonight, they could really use that heart of yours. I could be old enough for it. Go to tender your mother, of course. Go to tender that mother of yours. I know her dark that is fingers and locks. I know brothers tend to swallow your hope. I know she's stronger than rock. I know rock is not unbreakable. I know you made me unbreakable.
Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Bis nächstes Mal. Hallo ihr Menschen hinter der Linse, daheim an den Lautsprechern und an den Bildschirmen. Willkommen bei der vierten Newcomer-TV-Nacht in der Portstraße Jugend und Kultur. Und bei mir ist der wunderbare Carlos von Form. Hallo. Hi. Man hört dich. Das ist ja das, was mich im Augenblick sehr interessiert und sehr beschäftigt, weil wir sind ja alle dabei, irgendwie diesen kulturellen Überlebenskampf zu führen. Also ich meine, im Grunde genommen hat die ganze Gesellschaft Probleme, von den Kindern angefangen bis zu den älteren Menschen mit diesem komischen Virus. Wie ist es zurzeit für euch? Könnt ihr proben mittlerweile wieder? Weil es gibt ja leichte Lockerungen und so. Wie sieht es bei euch aus? Ja, proben ist seit neulich wieder, findet wieder statt zum Glück. Also genau, und vor allem als Vorbereitung zu diesem Auftritt haben wir gedacht, okay, wir müssen einfach zusammenkommen und proben, weil alles über Zoom-Chats geht nicht so ganz gut, wie man sich hofft. Ja.
Habt ihr das schon mal versucht? Also ich habe mal mit einem Freund experimentiert, der ist in Siegen, hat er ein wunderschönes Haus mit seiner Lebensgefährtin, haben wir über Kazam oder wie das heißt, okay, haben wir versucht, Musik zu machen, und das hat tatsächlich zu zweit schon mal geklappt. Ach so, okay. Ohne Delay. Also das hat tatsächlich funktioniert. Habt ihr mit sowas schon mal experimentiert? Nicht wirklich. Also wir haben auf jeden Fall davon gehört, dass es so Probeprogramme gibt, die man dann doch live miteinander spielen kann. Wir haben tatsächlich sehr viel Digitales gemacht, aber eher in Lieder produzieren und aufnehmen Bereich, nicht wirklich proben. Habt ihr ein eigenes Studio oder wie produziert ihr? Ja, wir haben mehrere Studios und wow, das heißt auch unsere Wohnzimmern. Also okay, genau. Also Home-Studio. Home-Studio so quasi, und jeder getrennt quasi auch. Also manchmal haben wir einen Proberaum aufgenommen, manchmal, also ich vor allem habe das in meinem Wohnzimmer quasi, yeah, aufgenommen, die Vocals, und dann einfach geguckt, wo es am besten passt. Also das heißt, jeder spielt die Drums ein zu Hause bei sich im Keller, ihr macht die Gitarren, alles auf irgendwelchen, richtig, Spuren. Richtig, wir haben uns in Augen seit 3 Jahren eigentlich nicht gesehen. Echt, ist, ja? Heute ist der erste Tag. Ja, also ja, aber seit 3 Jahren, habt ihr nicht das letztes Jahr einen Gig gehabt bei den Sommergarten in der Batsch Cup? Das kann gut sein. Ja, meine ich, gab's oder? Sowas? Ja. Ja? Ich glaube, da war was. Ja, das wollte ich gerade sagen, weil davon habe ich gehört, das soll ein großartiger Auftritt gewesen sein. Es war aber wahrscheinlich euer letzter dann auch. Unsere erste und letzte tatsächlich. Ach, euer erster, ja, und letzter. Genau. Also wir sind tatsächlich bis jetzt ein Kellerband gewesen. Und letztes Jahr Sommer haben wir einfach die kurzfristig eine Möglichkeit für einen Gig bekommen, haben es genommen, und dann gingen Auftritte nicht mehr. Genau, also wir sind mit diesen Live-Spielen-Dings eigentlich ganz frisch. Also für die Leute da draußen, die Forum nicht kennen, progressiver Indie-Rock aus Frankfurt seit 2018. Wie habt ihr euch kennengelernt? Habt ihr euch im Supermarkt kennengelernt oder auf dem Parkplatz? Ja, in der Auflaufform-Abteilung, deswegen kommt der Name Forum dann. Ah, okay. ich glaube, es sind da ziemlich lange Wege, also, aber über so Dating-Sites zum Beispiel. Yeah. So, ich habe den Michael über OkCupid kennengelernt, und ich glaube, der war damals in einer offenen Beziehung, und da war er mit Andy zusammen. Und dann, also es, wow, hat eigentlich romantisch erstmal angefangen. Ja, cool. Und genau, haben bemerkt, okay, ja, so rummachen ist auch schön, aber yeah, wir machen rum alle im Takt. Und dann gedacht, okay, machen wir ein Band stattdessen. Ja, großartig. Ja. Das finde ich deswegen auch so, diese leichte Melancholie in der Musik. Genau, also es ist sehr gefühlsvoll, ja, auf jeden Fall. Und wir sind alle ziemlich gefühlsvolle Männer, würde ich sagen. Ja. Du bist der Sänger, und Sänger, sagt man ja immer, ist sozusagen der Kopf einer Band. Hast, okay, du sozusagen bist du der Chef und sagst, wo es lang geht? Oder ja, ich versuche hier, die Jungs hier in die Reihe zu kriegen, aber klappt nicht so ganz. Nee, tatsächlich nicht. Also ich bin auch der Letzte, der in der Band bzw. Beziehung reingekommen, ah, okay, bin. Also ich musste erstmal von unten anfangen, dich hochzuarbeiten. Um mich hochzuarbeiten. Aber es ist wirklich, also würde ich sagen, wir sind eines der demokratischsten Bands, die ich kenne. Also jede Entscheidung ist sorgfältig durch alle, schön, 5 Mitglieder geredet und gewählt. Und genau, also wir haben keinen de facto Leader. Vielleicht eins der so. Ja. Yeah. Okay, ja, ja, sagen ich wir. Verstehe. worum geht es in deinen Texten? Also worüber schreibst du? Sachen, die mich durch den Kopf gehen. Und, ja, also autobiografisch, persönliche Sachen? Zum Teil auf, ja, jeden Fall sind Sachen, die mir im Leben passiert sind. So, und genau, ich würde sagen, die Hälfte davon sind so Texte, dass ich vielleicht schon vor 3 Jahren im Journal geschrieben habe. Anders mal nochmal beim Supermarkt bin ich bei der Käsebereich, und dann nehme ich Inspiration von die... Von dem Käse. Weil die haben interessante Namen meistens. Ja, ne? Dann, genau, dann so Brie, was voll schön. Dann, ja, finde ich Inspiration in ganz viele Sachen. Das heißt, das passt ja auch ein bisschen zu dieser Musik, die er macht, also Progressive Indie-Rock. Also das heißt, Progressive auch sehr intellektuell ein bisschen so. Vom Arrangement her, man geht, okay, Experimente, ja, ein, und so auch den Textaufbau, manchmal so Geschichten, die man sofort versteht, manchmal aber auch alles sehr verklausuliert mit komischen Symbolen, seltsamen Wortspielen. Kann sein. Ich würde sagen, dass ich nicht. Ich glaube, die Musik ist sehr intellektuell. Also oft zum Beispiel ist instrumental ein Lied schon fertig fast, und erstmal brauche ich so 5-mal durchhören, bis, yeah, ich das verstanden habe, quasi wie es aufgebaut ist. Und ich würde sagen, dass ich eher so erzählerisch Texte schreibe. Also ich glaube, die Texte sind nicht unbedingt so komplex. Zum Beispiel ein Lied, der fängt an mit
Go to your mother tonight. Also da ist kein Geheimnis, es war einfach, hey, geh zu deiner Mutter. Und nicht, man nicht, nicht gemein machen. Gemeint, auch ja, so ja. nett gemeint. Ja. Wie ist es, seid ihr gerade dabei, ein Album zu produzieren? Seid ihr gerade in der kreativen Phase? Wenn ich komplett ehrlich bin, würde ich sagen, dass wir sogar gerade in ein kleines kreatives Speedbump. Nee, Loch nicht zu viel, aber so wie Speedbump, wo ein Auto dann langsamer fahren muss. Okay, verstehe. Genau, wie heißt das? Okay. Ich habe es aber schon verstanden. Okay, gut, gut. Ja, auf jeden Fall. Genau, also unser Plan, wir haben noch einmal gesprochen auf dem Radio. Genau. Und da war unser Plan, so einmal im Monat ein Lied rauszubringen. Und das ging eine ganze Weile. Jetzt haben wir viele Lieder, die eigentlich so fast zum Ende sind und haben einfach noch nicht das Ende-Linie überschritten. Also genau, also ihr habt sie noch nicht losgelassen. Genau, wirklich. Genau. Also sie aber sind noch im Geburtskanal. Seit der Spätgeburt haben wir hier bei manchen Lieder. Und dann wird daraus ein Album gemacht, aus diesen Einzelveröffentlichungen, oder ist es nicht mehr zeitgemäß, ein Album rauszubringen als Band? Ohne mit den anderen darüber zu reden, könnte ich mir schon vorstellen, nach so vielen Singles, dass wir die irgendwie zusammen auf ein Album packen, aber da wir ziemlich zügig so Lied fertig haben und das veröffentlichen, glaube ich, werden wir noch immer diese Muster folgen von Single, 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 bis wir irgendwann denken, okay, lass uns jetzt ein ordentliches Album machen. Aber Album ist eigentlich noch nicht geplant. Geplant ist gerade noch immer Singles rausbringen. Okay. Eure Musik klingt sehr komplex. Habt ihr alle Musik studiert oder seid ihr Autodidakten oder wie ist es? Hat jemand hier Musik studiert? Alles Autodidakt, ja. Anscheinend. Also das Leben hat sozusagen euch zum Instrument gebracht und euch auch alles beigebracht. Ja, ich denke, also wir haben viele Inspirationen oder Vorbilder musikalisch und manche komplexe. Zum Beispiel komplexe. Band King Crimson? King Crimson mag ich persönlich. Ja. Ich weiß, dass Aaron hier Tool sehr, sehr mag, sehr was geil. Progressiv auf jeden Fall, ja. ist. Ich glaube, hier bei André ist vielleicht ein bisschen härtere Sachen sogar dabei. Dream Theater. Wer? Teils, ja. Okay. Genau, also ich glaube, dass die komplexe Musik kommt vielleicht von den unterschiedlichen Musikgeschmäcker zum Teil, und aber auch kein Judgment über Vorurteile, über den Geschmack von anderen, dann kann man das schon zusammenmischen irgendwie. Jetzt ist so die Zeit, wo wir wieder alle so zusammenkommen können, physischen Kontakt wieder einigermaßen geht, mit gewisser Vorsicht. Habt ihr einen großen Proberaum und geht da jetzt schon wieder jede Woche rein, oder wie ist das bei euch? Wie arbeitet ihr? Groß ist der nicht, aber gemütlich auf jeden Fall. Ihr könnt auch aufnehmen, also die Songs mitschneiden. Und ja, so. Meistens machen wir erstmal Probe und dann nachher ist es so stickig, dass wir einfach so als Sauna genießen. Also Kaffee trinken, einfach verschwitzen und dann erholt nach Hause kommen. Habt ihr ein spezielles Programm für heute zusammengeschraubt? Ich glaube, wir improvisieren einfach ein paar Lieder. Gell? Nee, wir haben sehr präzise Pläne, was wir spielen wollen. Und genau, das sind unsere Lieblingslieder eigentlich. Und ich hoffe, dass die erzählen auch eine schöne Geschichte innerhalb von der ganzen Programm. Ja. Alles klar, ihr Lieben da draußen, jetzt geht's los. Jetzt freut euch mit mir zusammen. Ein Riesenapplaus für Form! For 30 years I thought the haunt was gone, splintered through a sleepless bone.